Wir sind in Haus 8, ja? So, könnte man jetzt... Und habt ihr auch mit? Oder? Nee, der gehört nicht zu uns. Hier gilt ja der, der Moin Moin sagt, als geschwätzig. Ne? Deswegen freue ich mich ganz, ganz sehr, dass ihr heute alle da seid. Und ich hoffe, ihr werdet in den nächsten Tagen dann die Insel auch so lieb gewinnen und so zeigen können, dass wir sie gut transportieren. Los, mach das Intro. Okay. Ein ganz herzliches Hallo an Albertus Ackermann. Vielen lieben Dank. Heute gibt es nämlich eine Wattwanderung bei herrlichem Wetter. Ja, danke für die schöne Einleitung. Und wenn man sich hier begrüßt, sagt man erstmal ordentlich Moin. Moin. Gut. Moin. Wir werden gleich hier ins Watt reingehen, dahin einen Bogen schlagen und hier nachher hoffentlich alle zusammen wieder ankommen. Bleibt bitte bei mir. Da draußen sind Stellen, wo man echt untergehen kann. Und wenn ihr bei mir bleibt, kann euch eigentlich nichts passieren, weil in der Regel laufe ich je nach Gruppe um solche Stellen herum. Gut, ich würde sagen, gehen wir los. Ne? Ja. Leute, die Pflanze, die ich dem Leon jetzt gegeben habe, enthält ein schweres, halluzinogenes, bewusstseinsveränderndes Rauschgift. Zeig mal deine Zunge. Zeig sie allen. Wenn man das Kraut kaut, legt sich der Wirkstoff auf die Zunge. Der betäubt vor allen Dingen die Geschmackspapillen. Und Leon super. Wird jetzt über einen Zeitraum von 4 bis 6 Stunden nichts mehr schmecken. Danke, Leon. Super. Das war großes Kino. Da ist noch... Ah, schon wieder weg gewesen. Manchmal muss man fast wie ein Archäologe vorgehen. So lebt die Muschel im Boden, in der Tiefe. Und über der Muschel sieht man jetzt, wie ein V zwei Röhren nach oben gehen. Das sind die Röhren ihrer Siphos. Und so sieht man das sonst nur in ganz guten Biobüchern oder in Phoenix-Dokus ab 0 Uhr. Ne? Und sie kommt. Leute, es ist Champions League. Das ist etwas, was man nicht oft sieht. Muschel von innen. Seht ihr das da unten, das rauskommt? Ja. Das ist ihr Fuß. Nicht, oh mein Gott, Pfeffermuschel. Reicht. Ne? Ich habe gesagt, das ist ihr Fuß. Ich möchte mit euch jetzt Muscheln laufen lassen. Denn wenn Muscheln einen Fuß haben, können die auch laufen. Denn danach, das halbe Miete, denn danach wisst ihr, warum es hier so aussieht und wie die Tiere überleben. Schon, aber mit Händen sind auch nicht schlecht. Die bohrt den Fuß in die Erde und dann fängt die an zu wackeln, stellt sich hin und dann gräbt die sich wieder ein. Sie kehrt im Grunde dahin zurück, wo wir sie hergeholt haben. Ist gut geworden? Ja, ist richtig geil. Dankeschön. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier. Dankeschön. Und viel Erfolg vor allen Dingen. Und dann sind hier auf der Insel 40.000 Menschen ungefähr, die immer sind. Hört sich viel an für die kleine Insel, aber das ist, was wir können. Von der Versorgungsmöglichkeit, von der Entsorgungsmöglichkeit, auch mit der Trinkwasserversorgung, die wir haben, fördern wir selber. Da sind wir völlig autark. Das ist übrigens ein Pottwalskelett und von einem Jungtier. Der ist nur 17 Jahre alt geworden und hat eine Länge von 15 Metern erreicht. Das Boot war... Ja, 30 Jahre auf Borkum stationiert im Dienst und hat mitgeholfen, dass 66 Menschen aus Seenot gerettet worden sind. Ja.
Also ich fotografiere Schmuck. Genau. Ich helfe ihr dabei. Sie hilft mir dabei. Ich bin wieder die Kleiderstange. Ab geht's. Das Licht macht schon einen Unterschied. Ja, danke. Das Shining kommt voll krass zur Geltung, ne? Ja. Let's go. Ich glaube, das ist es. Aber ist schon echt verdammt windig hier oben. Ich bin Claudia Thorenmeier, bin Biologin und ja, Leiterin des Aquariums und ja, beim Maria Oettchen. Mache hauptsächlich die Tierpflegearbeiten und ziehe auch diese Tiere dann auf. Dem, was wir gleich vorhaben. Also meine Kollegin ist gerade hinten und fängt die Katzenhaie aus dem Becken. Und ja, dann werden sie halt über 2 bis 3 Jahre auf die Größe gezüchtet und dann kann man sie eben dann rauslassen. Dann haben wir das Gefühl, sie sind groß genug, sodass sie da eben draußen alleine klarkommen. Und da geht er. Erste geht. Ja. Das scheint so richtig gut durch. Wir sind hier mit Victoria. Wir sind dem Tod entglitten und gehen heute ins Land der Lebenden. Wir fotografieren heute dieses wunderschöne Kleid. Und jetzt würde ich sagen, nimmt Victoria euch mit ins Watt, wo sie auch noch mal ein Stück durchrennen darf. Ich hab's. Hast du's? Kleine nach vorne.